Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gran Turismo Sport, die Demo an diesen hoffentlich wunderschönen Samstag. Ich nehme das hier an einen Mittwoch auf, also noch lange vom Wochenende entfernt. Und ich möchte euch mal ganz kurz nochmal die Kampagne zeigen, ja. Man kann hier die Fahrschule als Kategorie nehmen. Das gucken wir uns alles dreimal so ein bisschen an. Also wir machen keine Rennen. Wir gucken uns mal nur an. Und zwar hatten wir sowas wie Bedienung des Lenkrads. Oder ja, keine Ahnung, was noch so kommt. Auf jeden Fall sieht man auch, dass bei nach dem 8. Rennen, dass man geschenkt bekommt, nach dem 16., nach dem Abschlusstest irgendwas und nach dem, ja, man kriegt also immer ein bisschen ein paar Geschenke, wahrscheinlich immer ein paar Autos. Aber das hier würde ich eher, weiß nicht, das hier alles würde ich eher für so einen Stream behalten, würde ich sagen. Damit wir uns nicht zu viel da irgendwie vorwegnehmen, will ich das in der Demo gar nicht spielen. Dann bei Missionen. Da habe ich gar keine gemacht, wie ihr seht, weil ich will mir das wirklich alles aufsparen. Kann man auch nur Stufe 1 und ich glaube Stufe 8 oder so war das spielen. Später, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegt man hier dann auch, wenn man alle 8 schafft, ein Geschenk. Und sieht man auch mal das Auto, was man spielt und was man wahrscheinlich machen muss. Hier Subaru, Vollgas-Wettkampf. Tokio-Stadtrennen können auch ganze Rennen anscheinend sein. Oder Missionen wie Pylonen umstoßen, wie da gerade so schön stand. Und Streckenerfahrung habe ich noch nicht angeguckt. Lernen Sie Strecke für Strecke mehr über Bremspunkt und Ideallinie. Also so sieht das hier aus. Ach, guck mal einer an. Hier sind die ganzen Strecken. Hier sind zum Beispiel die, die gerade mal verfügbar sind. Drei. Dragon Trail, Colorado und Northern Isle. Da gibt's ja auch den. Es gibt bestimmt auch den Nürburgring. Alter, was ist das hier? Nürburgring, die Nordschleife, ja. Die Nordschleife. Die größte Rennstrecke, glaube ich, der Welt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, guck dich mal an, wie groß, wie lang das hier dauert, hier rumzuschippern. Moment, wir sind die Nordschleife, glaube ich, schon mal gefahren. Oder? Oder nicht? Wir sind auf jeden Fall schon mal eine ganz schön große Strecke gefahren. Ich frage mich gerade, was das war. Naja. Ich glaube, das war Fisherman's Ranch. Ich habe keine Ahnung mehr. Doch, könnte gut sein. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, gibt es so einige Strecken. Ist eine recht überschaubare Ansicht. Das hier ist natürlich auch sehr geil. Und das hier, die drei Strecken hier. Die vierte geht auch noch. Also ich hoffe, da sind einige Strecken dabei, so wie das hier oder das hier oder auch hier, wo man sich echt denkt, heilige Scheiße, was habe ich mir da angetan? Was man hier machen muss, weiß ich nicht. Man muss einfach nur Preisgeld gewinnen. Erste Runde Herausforderung. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr das jetzt mal so ein bisschen gesehen. Und jetzt gucken wir mal in die Rennteilnahme, denn hier musste man gleich. Genau, in 2 Minuten geht's los. Moment, wir wollen erstmal. Na doch, wir machen mal Rennteilnahme mit einem Racing Kart. Boah, da haben wir ein schickes Lila hier. Das hier ist geil. Ja, auf Sport weich. Erstmal Qualifying-Zeit drin. So, und es gibt auch jetzt auch nur ein Rennen und dann ist die Folge auch vorbei, weil ich muss die Folge ein bisschen kürzer machen. Einfach für mich, damit es nicht zu lange für mich dauert. Und außerdem war die letzte Folge halt fast 40 Minuten lang. Und. Das ist ja schon mal ein netter Bonus, würde ich sagen. Ich hoffe, wir schaffen die Strecke auch noch in 1,40, 1,30 so. Damit wir die schon mal ein bisschen kennen. Bim, 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 bim. Ach du Scheiße. Ey, mein Helm ist gar nicht weiß. Boah, das ist ja wie Mario Kart hier, ey. Nur ohne Items. Ach, das ist das Rennen hier schon wieder. Boah, das könnte echt Mario Kart sein. Nice. Also klar, ist ja hier ein Racing Kart, ne? Deswegen, aber. Boah, guckt euch mal an, schon sechster Gang hier. Müssen wir überhaupt bremsen? Ich weiß es nicht. Muss man gar nicht, ne? Ja, hier kann man schon mal Vollgas geben. Das ist geil. Das war jetzt gerade nicht so geil. Aber wenn man langsamer fährt, vor allem hier jetzt mal so ein bisschen vom Gas geht,
bisschen bremsen und dann wieder Vollgas gibt. Man darf nicht zu sehr bremsen. Man muss schon vorher so ein bisschen vom Gas runtergehen. Oh, man kann ja auch sehr schnell wegdriften, alles klar. Aber ist witzig, macht auf jeden Fall Bock. So, hier wissen wir ja wieder, können wir mit Vollkaracho durchbrettern, durchheizen. Ja, 47 Sekunden ist bestimmt schlecht. Aber gut, wir haben auf jeden Fall eine Startzeit, das ist ja gar nicht mal so scheiße. Hier kann man auch noch voll gasen und ab der 4. Ja, ich glaube, ich hab's langsam raus. Komm, eine machen wir noch. Komm, eine geht noch. Eine Zeit. 4, 5. Okay, besser. Wir könnten wir jetzt sogar noch mehr raus, wenn wir noch Zeit hätten, war. Ist ein bisschen schade, jetzt wo ich den Dreh raus habe. Bitte warten Sie, ich warte ja schon. Ne, Kart fahren könnte ich hier echt den ganzen Tag, ey. Wow. Ich war gerade dabei, noch eine bessere Zeit zu machen. Mann, ey. Und vor allem, das ist das Geile. Spielersuche läuft, sucht nach Gegnern. Hätte das nicht während des Rennens passieren können? Also das müssen die echt noch ändern, finde ich. Ich meine, klar, man hat doch fürs Qualifying echt verdammt lange Zeit an sich, wenn man das ganz zu Anfang schon macht. Aber nichtsdestotrotz irgendwie, ja, weiß nicht. Ich trinke mal was. Das meine ich, 16. Ich hätte locker 44 Sekunden schaffen können. Das heißt, ich wäre unter den Top 6. Ich hätte es jetzt schaffen können. Das heißt, sie sind eigentlich alle gar nicht so gut im Kartfahren. Der eine hat 4 Minuten irgendwas. Guckt euch meinen letzten an. 4 Minuten 50 fast. Also entweder hat er nur so... Ja, halb ist er halb gefahren. Anders kann ich es mir nicht erklären. So, ich kann jetzt auch nochmal Boxenfahrt machen. Ah, guck mal, jetzt können wir nochmal hier... Nochmal doch nochmal ein bisschen üben hier. Mal gucken, wie die anderen so drauf sind. Okay, der Lexa, der 4 Minuten gefahren ist, also fast 5, der kommt jetzt auch relativ gut klar. Ach, guck mal, die geben alle gar kein Vollgas, sehe ich gerade. Yeah, mit so einem komischen... Ja, ich muss nur auf den 5. Gang runterkommen. Und hier geht's ja wieder richtig los, ey. Thank you, Sir. Achso, weil der eine hat geschrieben, good luck, deswegen. Die sind hier echt richtig, das ist echt eine nice Community. Und der ist Diplomat. Wegen Dieb. Finde ich witzig. Lustiges Wortspiel. Mache ich die Zeit meines Lebens. Boah. Boah, 43 Sekunden. Ich wäre einer der Ersten. Och nö. Ich wäre einer der Ersten. Guckt's euch an, ich wäre Dritter oder so. Was hatte ich jetzt für eine Zeit? Nein, was hatte ich für eine Zeit? Ich hätte so gern gewusst. Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen für mich. Das heißt, ich könnte echt unter den Top 3 kommen. Wenn ich jetzt gut fahre. Von 16 ist natürlich sehr krass aufzuholen. Ach man, jetzt ärgert's mich doch, dass ich bei dem Kartrennen hier... Ne. Ich finde aber die Turniere oder die Rennen am besten wirklich,
wo es ein Fahrzeug gibt. Das ist wirklich am fairsten. 23 Leute machen mit. Nice. Da ganz hinten gammel ich irgendwo rum, ey. Ach du heilige Scheiße. So, let's go. Volle Rohr durchdrücken hier, ey. King Kong. So. So schön außen fahren. Innen. Und zwar richtig schön Vollgas geben. Und Diplomat ist sogar ein Deutscher. Sorry. Wollte ich nicht anrempeln. Ja, ist ja gut. Ey, nicht anrempeln, Kumpel. So, jetzt auf den fünften Gang gekommen. Okay, ich hab mich wieder. Ich hab mich wieder. Alles cool. Oh, nice, das ist meine Chance, nochmal aufzuholen hier. Diplomat kriegt gleich richtig aufs Maul. Und der Italiener, The Kings, verabschiedet sich auch gleich erstmal. Na, ah, der geht innen. Außen. Ja, nice, nice, nice. Diplomat. Nein, nicht cool. Aber der hat mich gut abgeblockt. Ey. Nein! Nö! Das ist nicht euer Ernst! Nicht bei dem leichten Rennen! Oh nein, ey! Sorry, ich war's nicht. Ey! Junge! Ey! Oh Mann! Diese scheiß Rammer! Boah, ey! Fick! Dich. Ey, ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich. Ich hab dich angespuckt. Ey. Das ist doch ein Scherz. Ey, das ist der Shotking. Nice. Ey, das ist doch ein scheiß Scherz. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, ich war so gut. Ich bin immer noch gut, ja? Immer so. Jetzt habe ich es verspielt, ey. Blah. Ich habe mich immer noch angesabbert. Ja. Ey, nur weil diese Wichser mich wegrammen müssen, wa? Ey, nee, das macht man einfach nicht. Guckt euch mal den ersten Platz an, der überrundet gleich. Die kriege ich doch niemals mehr. Es sei denn, er macht einen richtig harten Fehler und die rammen sich dann noch alle irgendwie gegenseitig weg. Dann okay. Dann okay. Ey! Der wollte gerade rammen, habe ich glaube ich gesehen. Der Geist. Okay, ich habe auf jeden Fall Shotking schon mal überholt. Ja, ich kenne ihn ja. Ich habe ihn ja in meiner Kontaktliste, deswegen. Finde ich gut, dass es auch welche gibt, die ich in der Kontaktliste habe, die auch Rennspiele spielen tatsächlich. Da kann man mal bei Gran Turismo Sports endlich mal... Dann... Sport. Sorry, nicht Sports. Sport. Endlich auch mal einen Stream machen. The Jonas, bitte lass mich durch. Ey! Kumpel. Pass auf, was du machst, Mann. Wieso ist denn jetzt meine Sportgeistwertung niedriger, wenn der mich rammt? Lass den mal lieber vorbei. So, let's go jetzt. Aber hier volle Rohr, ey. Wehe, du rammst mich weg. Ich schwöre dir, du bist tot, ey. Die letzte Runde und ich bin nicht mal Zehnter. Das ist doch ein Witz, ist das doch. Das ist echt ein schlechter Scherz, ey. Also, ganz ehrlich. Ich hab nichts dagegen, wenn man mal ganz kurz rammt oder so. Aber zweimal oder fast dreimal, ne?
komplett einen wegzumoschen. Das ist echt unterste Schublade. Das Rennen macht so viel Bock, ja. Nein, 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 nein. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, da hab ich's doch verkackt. 16. Wie kann ich hier schreiben? Wie kann man hier schreiben? Gar nicht irgendwie. Ach, Mann. Ja, toll. Achso, ich dachte gerade schon, ich werde nicht mehr angezeigt. Was ein Bullshit, ey. Ja, hast du gut gemacht, ey. Ganz großer Sport. Alter, 130 Meilen. Not bad. Wie konnte man jetzt hier schreiben? Okay, die gehen eh alle irgendwie. Rammen ist öde. Okay, und damit war es das auch schon. Mit dieser Folge von Gran Turismo Sport. Es hat trotzdem Spaß gemacht, klar, aber ich hätte weitaus mehr vorne sein können. Deswegen gehe ich jetzt hier raus, guck mir den nächsten. Das nächste geile Rennen mal an. Es ist 12 Uhr. Warte, was ist es? 22.12 Uhr. Okay, was ist das denn hier? Mit welchem Auto? Oh ne, es gibt wieder mehrere Autos. Okay, ja, fliegender Start. Bodenhaftung abseits der Strecke ist schwach, okay. Können wir mal ganz kurz. Oh nein. Oh nein. Okay. Ne, den nehme ich auf gar keinen Fall. Den habe ich ja, glaube ich. Ne, warte, der Bugatti? Den habe ich ja letztens auch gespielt. Ne, der war eigentlich gar nicht so scheiße. Gut. Wir sehen uns nächste Folge zu Gran Turismo Sport morgen. Haut rein und ciao.